Deswegen musste ich neulich so lachen, wo man den Edward Snowden, wo jetzt sich alle hinstellen, Deutschland, gib dem Eddie Asyl, jetzt oder nie. Ja, mach doch, aber, das ist doch hypokritisch. Wo wart ihr denn die ganzen 7 Jahre, wo der Gustl Möller da und andere Entrechtete in den Psychiatrien sitzen, eure eigenen Landsleute habt ihr verraten und wollt jetzt den Amerikaner Snowden. Ja, hör mal, wo leben wir denn, wenn der... Kinder, so geht's nicht weiter. Hochverehrtes Publikum. Unsere Mitglieder vom Contergan-Netzwerk schicken auch viele solidarische Grüße an Gustl Mollat und alle unschuldig hinter Gittern gepferchte. Unser Contergan-Netzwerk, ich bin nämlich Ehrenmitglied im Contergan-Netzwerk, wir haben schon viel erreicht. Für das Contergan-Netzwerk noch nicht alle unsere Ziele erreicht, aber vieles schon erreicht worden. Die Renten wurden aufgebessert. Das geschah erst letztes Jahr, im Bundestag wurde das beschlossen. Vorher waren das Jahrzehnte harten Kampfes, wo Contergan-Opfer mit nur ungefähr 500 Euro monatlich Rente auskommen mussten. Das war sehr, sehr, sehr unproportionierte Geldzuwendung. Aber die Verursacher, die Schädigungsfirma, ja, die hat bisher immer noch keinen Pfennig bezahlt. Obwohl die wahnsinnig gute Profite machen. Immer noch jährlich, weltweit. Ja, von denen hoffen wir ja natürlich immer noch, dass sie auch jetzt mit dem Schmerzensgeld, mit den Schmerzensgeldern anfangen, denn das würde ein Zeichen setzen, ja, dass sie den Menschen, denen sie das angetan haben, dass sie dich wenigstens auch entschädigen wollen. Und wie gesagt, Contergan-Netzwerk ist solidarisch mit dir, Gustl. Unsere Mitglieder vom Duogynon-Netzwerk, das ist eine Pille gewesen, Duogynon, in den 70er Jahren, 10 Jahre später als Contergan. Die Duogynon-Opfer, da bin ich auch Ehrenmitglied im Duogynon-Opfer-Netzwerk. Und wir, bei den Duogynon-Opfern ist noch gar nicht die Schuldfrage geklärt. Also die kämpfen immer noch um die Anerkennung, ja, ihrer Behinderung durch die Pille Duogynon Primodos. Ja, Leute, es gibt Arbeit an vielen Fronten. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Frau Merck, die hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Haare sind des Haifischs Flossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Doch Frau Merck, sie trägt einen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An der Spree grünet Wasser, laufen plötzlich Contergan-Mitglieder rum. Ja, es ist weder Pest noch Cholera, doch es heißt, Herr Wirtz geht um. Ja. Und Gustl Mollat bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat uns Beate, der man nichts... Naja, Beate, entschuldigen, es ist jetzt ein... Ja, ich hoffe, ihr versteht auch ein bisschen Humor. Wir machen hier keine Anklage. Es ist uns auch ganz wichtig, dass alle wissen, wir wollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir wollen niemals, ja, euch irgendwie was androhen oder Drohgebärde oder so. Ich reiche weiter.